Ein unrühmlicher Abgang von Angelo Negro, gelesen von Kia. Und wieder hat ihn die Vergangenheit eingeholt. Phil hat es ja die ganzen Monate befürchtet. Doch als nichts kam, wähnte er sich schon fast in Sicherheit, fängt langsam an aufzuatmen. Welch infantile Träumerei. Die Realität holt ihn ein und das Schicksal fickt ihn mal wieder trocken in den Arsch. Wie schon so oft, wäre er auch zu schön gewesen. Im Frühjahr erhielt er von der Jugendbehörde ein Schreiben, dass die Alimente für seinen Sohn, den er nun schon seit über 5 Jahren nicht mehr gesehen hat, mal wieder hochgegangen waren. 18 Mark. Und die sind für einen unterbezahlten, desillusionierten, frustrierten Trinker eine Menge Geld. 7 Flaschen billigen Rotweins oder, wenn's was zu feiern gibt, eine Flasche billigen Scotch und noch ein Päckchen Tabak obendrauf. Aber das Schicksal. Phil hatte gepokert, hatte die Erhöhung einfach mal ignoriert und verloren. Wie üblich. Als er an diesem Tag heimkommt und in den Briefkasten sieht, liegt da ein Brief von ihr. Beim Anblick ihrer ungelenken Handschrift wird ihm sofort unwohl. Das kann nichts Gutes bedeuten, das weiß er. In seinem Apartment legt er den Brief erst einmal beiseite, sammelt sein Pfandgut ein und geht los, neuen Wein zu holen. 1,99 der Liter. Wieder zurück zieht er den Korken aus der angebrochenen Weinflasche vom Vorabend, nimmt einen tiefen Zug, dreht sich eine Zigarette und schlitzt den Brief auf. Wie erwartet, er soll die monatliche Zahlungsanweisung für seinen Sohn sofort anpassen und die versäumten 90 Mark nachzahlen. Ach, fick die Henne. Er greift zum Glas, füllt es sich, schluckt den Wein in einem Zug runter, schenkt sich gleich wieder nach und trinkt es aus, langt wieder zur Flasche. Was er mit 90 Klinkern alles anfangen könnte, sich das ganze Wochenende ordentlich besaufen oder endlich mal seine Stiefel zum Sohlen bringen. Oder er könnte in den Puff gehen und sich richtig schön einlutschen lassen. Oder. Aber nein, er muss es ja diesem Biest in den Schlund schieben. Die Welt ist einfach scheiße. Oder das Leben. Er dreht sich noch eine Kippe, zündet sie an und inhaliert tief. Nimmt einen langen Schluck aus der Weinflasche, besieht sie sich und entscheidet, dass der Rest auch weg könne. 2 weitere Schlucke und sie ist leer. Er stellt sie auf das billige Laminat, mit dem er vor Jahren das Wohnzimmer ausgelegt hatte. Ein Stoß mit dem Fuß und die leere Flasche schlittert in die Ecke wie ein Puck übers Eis. Neben dem Sofa stehen schon die 2 neuen Flaschen. Er nimmt sich die erste und den Korkenzieher, der schon lange einen angestammten Platz zwischen Aschehäufchen, Pizzaresten und leeren Tabakspäckchen auf dem verschmutzten und zerkratzten Marmortisch vom Sperrmüll hat. Doch beim Entkorken stellt er sich etwas ungeschickt an und rammt sich die Flasche in die Weichteile. Scheiße. Wäre fast schief gegangen, denkt Phil noch, bevor der Schmerz sein alkoholumnebeltes Gehirn erreicht. Das ist schief gegangen. Er krümmt sich zusammen. Oh, Scheiße. Mit der rechten hält er sich die Eier. Langsam lässt der Schmerz nach. Er nimmt einen Schluck Wein und stellt die Flasche auf den Tisch, drückt die Kippe in dem völlig überfüllten Asche aus und wischt sich die Ascherückstände an der Hose ab. Außerdem hatte seine Ex geschrieben, wenn er Interesse hätte, wie sein Sohn aussieht, könne er ihm schreiben oder anrufen. Die Nummer schrieb sie gleich dazu. Ja, nee, ist klar, denkt Phil und setzt erneut die Flasche an, lässt ihren Schrieb achtlos auf den Boden fallen, wo er noch ein Stück Richtung Raummitte gleitet. Aber tatsächlich denkt er darüber nach, ob er sich melden soll oder nicht. Er war schon vor Jahren auf den Trichter gekommen, dass er überhaupt nicht zum Vatersein taugte und dass es dem Kleinen ohne ihn wohl besser ginge. Scheißspiel. Er trinkt noch was Wein. Mittlerweile ist die Flasche auch schon wieder halb leer und der billige Fusel setzt ihm langsam zu. Immerhin hat er den ganzen Tag nur ein Sandwich mit Käse und Salami gegessen. Zu mehr reicht seine Kohle nicht. Phil greift wieder zum Tabak. Er beschließt, die Entscheidung, was er tun sollte, auf morgen zu vertagen. Heute will er sich nur besaufen und an nichts denken. Morgen ist Freitag. Wochenende. Seit Wochen holt er sich jeden Freitag nach Feierabend zusätzlich eine Flasche Scotch und gibt nicht eher Ruhe, bis die leer ist. Entweder säuft er die ganze Nacht durch oder, wenn er zwischendurch einpennt, säuft er am nächsten Morgen weiter. Breakfast for Champions. Frühstück für Gewinner. Er setzt wieder die Weinflasche an. Morgen, denkt Phil noch und nickt weg. Als er wieder hochschreckt, steht sein rechter Fuß in einer Rotweinlache. Ach, Kacke. Noch eine Kippe. Woran hatte er gerade gedacht? Ach ja, sein Sohn und ob er sich melden soll oder nicht. Morgen, denkt Phil erneut, klemmt sich die Kippe in den Mundwinkel und wankt mit der Flasche in der Hand ins Schlafzimmer. Hockt sich auf die Bettkante, drückt die Fluppe aus, nimmt noch einen Schluck und fällt nach hinten.
Phil schreckt hoch, langt nach seinem Mobiltelefon und fingert nach der Schlummertaste. Der Lärm verstummt. Scheiße, denkt er, schlägt die Bettdecke weg und setzt sich auf. Wieder einmal hat er einen dieser Kater der besonderen Art. Er spürt keinen Kopfschmerz oder Übelkeit, doch sein ganzer Körper fühlt sich bleischwer an. Von seinen Augenlidern bis runter zu seinen Füßen. Verdammte Weinsauferei, denkt er. Das schlaucht wirklich. Und hieft seine Bleifüße aus dem Bett, stemmt sich hoch, greift nach seinem Telefon und schleppt sich ins Bad. Setzt sich zum Pissen und dreht dabei das Wasser in der Badewanne auf. Wartet auf den zweiten Weckruf seines Telefons. Aus. Er bringt seine Morgentoilette hinter sich, duscht, putzt sich die Zähne, wobei er dabei fast ins Waschbecken gekotzt hätte. Betrachtet sein Gesicht im Spiegel. Verquollene, blutunterlaufene Augen, gerötetes Gesicht mit jeder Menge Falten, unrasiert. Kein Wunder also, dass er kein Weib mehr abbekommt. Er zieht sich an und verlässt das Apartment. Immerhin, denkt er, als er mit seinen Bleifüßen und seinen Bleilidern seinen Bleischädel zur Busstation schleppt, ist heute Freitag. Nur noch wenige Stunden und dann heim und... In der Dunkelheit des frühen Morgens huscht ein schwaches Lächeln über sein verquollenes Gesicht. Nach Feierabend geht er schnell zum Discounter, kauft eine 6er-Packung Billigbier und eine Flasche Scotch. Gesamtwert 16,28 Mark inklusive Pfand. Endlich zu Hause schmeißt er achtlos Tasche und Jacke aufs Bett, trägt seine Einkäufe ins Wohnzimmer und greift sich direkt den Scotch aus der Tüte. Über den Brief seiner Ex, der immer noch auf dem Laminat liegt, macht er angewidert einen großen Schritt, wie man auf der Straße über einen Batzen Hundescheiße stelzt. Sich aufs Sofa fallen lassen und gleichzeitig die Schnapsflasche zu knacken, ist eine fließende, einstudierte Bewegung. Und dann der erste Schluck und das ersehnte Brennen in der Kehle, das langsam in den leeren Magen kriecht. Ah. Er lächelt die Flasche an, während er den Fernseher einschaltet. Willkommen im Wochenende, Kumpel. Setzt gleich noch einmal an. Es ist 18 Uhr, die Nachrichten, unsere Themen. Nach dem Tod der norwegischen Geisel. Ein immenser Druck auf der Blase holt Phil langsam wieder in die Realität zurück. Aus verdrehten Augen sieht er sich kurz verwirrt um. Die halbvolle Scotchflasche steht vor ihm auf dem verschrammten Marmor. Drei leere Bierflaschen liegen auf dem Boden neben dem verhassten Brief. In seinem Schoß noch eine halbvolle. Er schluckt die lauwarme Plörre in einem Zug runter und wirft sie achtlos neben sich aufs Sofa. Stemmt sich mühsam hoch und wäre fast wieder nach hinten gefallen. Wow! Er fängt sich aber wieder und tut den ersten unsicheren Schritt Richtung Toilette. Dann geht alles ganz schnell. Den leeren Bierflaschen ausweichend tritt er auf den unerwünschten Brief, rutscht weg und verliert völlig das Gleichgewicht. Fällt zur Seite und schlägt mit der Schläfe auf die schattige Ecke der Tischplatte. Blut spritzt. Ein übelkeiterregendes Knirschen aus dem Nacken, gefolgt vom harten Aufprall auf dem Boden. Und wie das Leben aus seinem Körper entweicht und alles erschlafft, pisst er sich auch noch ein. Während im Fernsehen weiter die Werbung für dubiose Telefonsex-Abzocke in Dauerschleife läuft. Nein. Tim.